Denn? Hab ich mehr Rezeptmodus? Hä? Ich kann den Meißel unendlich oft gerade aus dem energetischen Infundera rausholen. Lol. Ich habe jetzt gerade 16 im Inventar. ETF? Lol. Frag mich nicht, ich weiß nicht warum. Bug using? Ja, pff, keine Ahnung. Ich habe keine Cheats drin, ich bin im Rezeptmodus. Ja, ich glaub's dir. Kann Items auch nicht so... Hä? Also müsstest du ja im Chat sehen. Ich habe jetzt 18... Ja. Ich habe jetzt gerade 18 Kobaltmeißel im Inventar. Ja, läuft bei dir. Wenn ich den links reinleg zum Aufladen, kann ich ihn rechts endlos rausholen. Hä? Ich leg jetzt mein ME-System. Sind die wirklich jetzt? Meißel. Ja, wir haben jetzt 18 vollgeladene Meißel. 19 vollgeladene Meißel. Warum nicht? Hä? Kapier ich nicht. Platz eines der Server gerade nicht so wirklich klar. Kommen wir gerade da die unendlich vielen Sticks da am Boden lagen an. Keine Ahnung. Alle nur ein paar Sticks, aber. Aber Mutter hat keinen Charger. Okay, dann mal gucken. Mira DLS. Charger. Universal Charger, Charger. Apply. So. Ich brauche eine Aufladestation für... Energierelais, Kondensator. Mit was lade ich denn jetzt die Drahtlos-Konsolen auf? Auch normalerweise normal, oder nicht? In der 1710, ja, hier nicht. seltsam. Wie lade ich die jetzt auf? In der 1710 gibt es dann drahtlos Ladegeräte, Wireless Ladegeräte. Ja, aber hier... Kannst du den Wireless Charger bauen. Energie-Relais-Kondensator. Probier das einfach mal aus. So. Dann der da auch so ein nee. Energiekondensator Relais. Ich baue jetzt mal kurz die Maschinen durch hier, probiere das ja, so Energierelais funktioniert mit MJ. Ah ne, geht doch. Ah, okay, ich hab's schon. Brauche ein Energierelais zum Aufladen. Ach, im Kondensator konnte man dann irgendwie Materie oder so ein Kram herstellen. Ja, okay. Kannst du irgendwie so ein Materieball oder was herstellen? Hey. Hey, was? Zelle leer? Nö. Ach so, der ist Input, nicht. Deswegen. Sollte man schon auf die richtige Seite klemmen, dann geht das auch mit dem Aufladen. So. Ich habe uns nämlich... das war falsch. Ich habe uns mal drahtlos Konsolen gebaut, für jeden eine. Ja. Einfach mal was können. Ja, das ist richtig. Boah, das dauert, bis die geladen sind. Leck mich am Sack her. Gut, aber die können 200k Speicher nehmen, eine ganze Weile. Ja gut, das gibt dann, wenn wir dann mal Ende IO haben, dann gibt es auf jeden Fall Wireless Charger. Ja, klar. Ja gut, du kannst aber sowieso... Aber jetzt hinterher, weil da wirklich Leute, da frisst euch den kompletten Energiespeicher leer. Macht da bloß nicht, wenn ihr noch so einen kleinen Energiespeicher habt. Gut, mit dem Energiespeicher, den ich baue, übrigens das sowieso. Ja, aber den musst du auch erstmal holen, Pedigummer. Ach ja, ach, das geht fix. Ja, klar, das geht fix. Aber bau den mal auf die letzte Stufe. Immer da brauchst du aber Ewigkeiten. Du meinst den Draconium, Kern? Ja, klar. Ja, das geht. Da speichert nur noch 2 Billionen, weiß gar nicht, was du willst. Ah, so, du flatterst nur gerade rum. Da. So, ich hab was für dich. Ah, sehr schön. Rips. So. Ja, das ist doch mal. Warte, ich komm gleich runter, dann hochzulegen. Ich hab's hinter dir auf die Mauer geworfen. Du hast schon eingesammelt. Ah ne, es liegt noch da. Ne, liegt noch da, auf der Mauer hier. Ja, warte, ich komm. Ah, ja. Genau.
Ist auch schon aufgeladen. Dann hole ich mir das mal eben kurz ein und dann hab's das. Ach genau, da muss ich hinschieben. Ah, wunderbar. Dafür. Reaktor ist voll. Ja, Regulierung funktioniert aber nicht. Hä? Arschloch. Warum geht der nicht? War denn dafür nur alles? Warum läuft meine Reaktorschaltung nicht? Level, Puls, ja. Einmal Energie und einmal der. Standard Layouts. Control Roads, alle. Output Temperatur. Hä? Meine RedNet-Schaltung funktioniert nicht. Wie? Ja, der fährt den Reaktor nicht runter. Doll. Na super, der hat fast den ganzen Stack Yellorium verheizt. Hm. Naja. Das ist der Ausgleich fürs Bug-Using von den Jesus. Naja, egal. So. Ja, siehst du, das ist noch die alte Gewohnheit. Hab eine Drahtlos-Konsole in der Hand, bin trotzdem wieder hinterge... Warte mal. Nimm normales Redstone, das geht im Bug mit dem Wireless oder mit dem... Ja, mit dem Redstone. Ja, macht nichts. Ich hab 400 Millionen RF in den Zellen gespeichert, also... Plus 10 Millionen im Reaktor, das hebt eine ganze Weile. So, wie stehen wir mit Solaranlagen? Baut wieder nicht weiter. Wo klemmt's denn da wieder? Gummi, was? Ich hab 3 Stacks Kautschuk umgeschmolzen. Kann ich mir erzählen, dass alles leer ist? Okay, ist alles leer. Ist es denn? Okay. Oh. So. Haben wir eigentlich noch hier in der Kiste? Ich bräuchte Nachschub. So. Ach, guck mal, das sieht doch mal anders aus hier. Gacho. So. Ah ja, gut, sowas gut. Ach, der Grinder war schon voll. Was? Der Grinder war voll mit Kautschuk, der konnte schon gar nichts mehr machen. Ach ja. So, zack, zack. Ach guck mal, auf einmal haben wir wieder 700 im System, ne? Sieht mal anders aus. So. Hep. Boah, Alter, die frisst aber Energie, die Zugangskonsole, die drahtlose. Wenn du da mal größere Item-Stacks reinballerst oder rausholst, das ist ratzfatz weg. Ja, klar. Och, Alter. Und leer. Jeden Stapel, wo du da rausholst, zieht ein Arsch voll Energie raus. Leute, da müssen wir jetzt mal warten. Jetzt hat man die Steine übrigens mal rausgenommen, weil ich denke mal, wir haben jetzt gerade eigentlich kurz genug. Weil er blockiert eben sonst. So. Weil das ist ja noch nicht so wie in dem, wie bei dem neuen ME-System, Leute. Da könnt ihr dann nämlich auch machen, so Pro-Prozessoren und so weiter. Mehrere Sachen gleichzeitig mal haben. Also mehrere Aufträge auch mehr als. Müsste nur in dementsprechend immer mal viele von diesen Disney-Dingen oder nochmal, wo die Rezepte jetzt reinlegst, die neuen. Schnittstellen sind das. Ja, genau. Das sind die Rezeptspeicher. Diese Blöcke, weißt du? Modular-Assembler oder so, das ist jetzt, glaube ich. Molekular-Assembler, nee, das sind die Crafter. Genau, die meine ich ja. Die CPUs, die speichern dann die ganzen Materialien, die Molecular Assembler craften und die Schnittstellen, da speichern das Rezept. Die Modular Assembler, die meinte ich, genau. Genau. Wenn ihr davon genug habt, Leute, und ihr habt das Rezept in 2 oder 3 eingespeichert, dann könnt ihr dementsprechend, sage ich mal, kann ja auch mehrere Aufträge gleichzeitig. Genau, ja. Kannst du schöne Massenabfertigung betreiben mit. So, ich brenne nochmal 3 Stacks Kautschuk durch, dass die Solardinger jetzt endlich mal laufen. So. Gut, Gabel haben wir. Solar. Mitte 2 Stück ist ja wahnsinnig viel. Ja, da brauchen wir jetzt erstmal Tonnen an Gummi. Ja, Wo waren wir ja gar nicht? Wir haben mal die eine Frage wird für die 1710 noch. Sollen wir uns eine Siebanlage bauen oder später über eine Query laufen lassen?
Beides. Einfach was können. Also dies, okay, dann kann ich aber keine Siebanlage bauen, wie ich schon mal hier eine auf Screen gebaut habe. Ich habe eine 20 automatische Siebe gebaut, das packt das einfach nicht. Das ganze Setup, wo man hinten dran bauen muss, das ist jenseits von Gut und Böse. Gut, ich hab's ja gecheatet. Es war ja einfach just for jokes, mal zum Testen einfach mal größenwahnsinnig werden. Ja, klar. Das war ja von vornherein klar, dass das absolut oversized ist. Aber es war lustig zu machen. Ja, das glaube ich. So, Kohle. Die Quarry läuft ganz gemütlich vor sich hin. Kriegen immer wieder Nachschub. Schön. So. Das auch sein, ja? Ja, ah, die ganzen Maschinen, wo man dann mit der 1.7.10 alle upgraden kann, noch mit Erweiterungskarten. Ach, je. Yeah. Da, das ist super krass. Kannst du erinnern? Also ich habe eine Siebanlage gebaut und das ist noch eine verhältnismäßig kleine. Die vollautomatisch fertige Barren und Sachen, wo man jetzt nicht umschmelzen kann oder so, ins ME-System zurückführt, die braucht über 30.000 RF pro Tick, die ganze Anlage. Alter Schwede. Und da sind noch keine Legierungen oder so Zeug wie Glas automatisiert oder so dabei. Das ist eine reine Siebanlage. Eine Raffinerie quasi. Echt? Aber der Output ist nicht schlecht. Da kommen sekündlich 5 bis 10 Barren raus teilweise. Je nachdem, wie er gerade am Schmelzen ist. Boah. Ja, kann man ein bisschen was einstellen mit. Das sind noch die normalen. Ah, so schon mal wieder die Barren machen. So, ah ja, das ist noch ein Bastel, gut. So. Juti, dann fange ich mal da hinten an zu klöppeln. Oh, ich denke mal, das reicht erstmal. 199. Ach, da hat noch gar keine gebaut. Okay. So. Und zwar bauen wir das Ganze so. Tack. Hier läuft dann eine Leitung runter. So. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. So. Genau. Dann kann man bis zu einem gewissen Punkt kann man dann hochbauen, Spitzleute, dann kommt das komplett Dach lang, kommt das flach und dann können wir darauf diese Ladung machen. So. Keine Kabel mehr? Nee. Ich weiß gar nicht, gibt es mit der 1.7.10 IC2 Version auch irgendwie größere Kabel, Generatoren etc.? Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich größere Kabel wäre ein Vorteil. Ja, weil die 8000 EU Kabel, die sind ja doch sehr schnell am Limit dann. Was fehlt denn da? Achso. Silber kurz knötern, das kriegen wir eben. So. So, zack. So, wie sind wir denn jetzt? Redstone fehlt. Ach schon. Nö, 300 Blöcke noch im System. Hat nur nichts mehr ausgepackt. So, schon wieder sind 1700 ausgepackt. Du hast die ändert irgendwie eigentlich doch. Warte. Jo, läuft noch. So, Holz. Alle Curry müsste eigentlich auch noch laufen. Weiß es gar nicht. Achso, halt, ich habe bei der normalen Query geguckt eben. Warte mal, muss ich hier mal gucken. So, ich muss kurz ein bisschen Holz sammeln. Ja, mach du mal. Nimm ruhig Saplings mit und dann speist das Kautschuk-System, speist mal auf irgendwie auf Oak oder was drin.
Weil wir brauchen momentan keinen Couch-Tumor. Wir haben genug Couch-Tumor im System. Nee, ich bin gerade mal umschmelzen wie ein Bescheuerter. Lass das ruhig weiterlaufen, das passt schon. Okay. Ich bin gerade am Umsmelten wie ein Bescheuerter. Ja, für die ganzen Solar-Dinger, da brauchst du einen Arsch voll Kabel. Na gut, das ist normal. Okay, das kann er nicht beides zusammengehen hier. Das ist wieder ein Block zwischen. Schon wieder Gummi. Ey, ich hab 3 Stacks Kautschuk jetzt eingeballert zum Smelten. Kannst du mir erzählen, dass schon wieder alle durch sind? Alter. Ja, für die ganzen Kabel, da braucht er ja Tonnen an Gummi. Das ist ja Wahnsinn. Boah. Das ist... Okay. Ich muss mal kurz einen Ofen umprogrammieren hier. Nehmen wir dich mal raus, das da rein. So. Nee, da fehlt wieder eine Klotze. Ja, aber Leute, das machen wir dann in der 1.10, machen wir das alles ein bisschen schicker, aber das ist jetzt so, damit wir hier drin... Ja war, gut, was heißt Klotze? Ist ja nicht einfach der 0815 Kasten jetzt, so wie wir es vorher hatten. Ja, schon so wie das Ding, wo das im E-System drin hängt. Das war ja einfach nur so ein 0815 Kasten, den wir dahin geklatscht haben. Ja, das ist immer noch nur ein Klotz und das bricht auch immer. Wenn wir noch ein schönes Dach und Zeug hinzimmert, sieht das auch ordentlich aus. Naja, trotzdem nur ein Klotz. So. Ach ja. Gäbelchen, Glasfaser. So, Leute, jetzt gucken wir mal kurz in dem Glas. So. In Light. So, dann wollen wir mal gucken. Du. Ja, der war falsch. Mein Kabel. So. Wie heißt das denn? Yep. So, wer war connected? Jetzt brauchen wir die MFS. Was? Wieso haben wir keine... Ach, wir haben eine MFE nur gebaut, ne? Ja. Richtig. Eine MFSO. Mal gucken, ob er die basteln kann. Ja, das müsste das gewesen sein. Mal gucken, was fehlt denn da jetzt alles. Gummi läuft ja jetzt durch. Ach du Scheiße. Lapotronkristalle. Okay. Eine Legierung. Ein Kompressor. Legierung. Hat er doch drin, eine verbesserte. Oh, da braucht zwei. Ich brauche noch einen. Legierung. Dich, du bleibst drin. Energiekristalle. Ah, wie bauen wir die denn wieder? Okay. Ein paar von da. Ach, das war das Energie.